Okay, ja, heute noch mal eine kleine Groundhandling-Session. Bedingungen gar nicht mal so leicht heute, ein bisschen böiger Wind. Im Moment geht es allerdings gerade. Insofern möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, meine neueste Errungenschaft mal zu zeigen. Und zwar, wir wissen, im beschleunigten Flug ist die Steuerung über die normalen Steuerleihen ja eher nicht so tunlich. Bedeutet, wir brauchen die C-Tragegurtsteuerung und das wiederum bedeutet, dass man sich die ganze Zeit so an den C-Tragegurten festhalten muss und die so nach schräg hinten zur Steuerung nutzt. Und das ist auf die Dauer ein bisschen lästig und deswegen haben manche Hersteller an ihren Schirmen zusätzliche C-Tragegurtsteuerungen befestigt. Das ist allerdings nicht an jedem Schirm so. Und ich habe eine ganz einfache Möglichkeit gefunden, das ein bisschen auszugleichen, indem man sich selbst irgendwas gebastelt hat. Und das möchte ich euch gerade mal zeigen. Das ist der C-Tragegurt, der normalerweise in dieser Position hängen würde. Und ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Hier sind noch die Steuerschlaufen angebracht. Die mache ich jetzt mal gerade ab, nur damit man es besser sehen kann. Und dann habe ich hier parallel zu der Verschlaufung der Leinen am Tragegurt habe ich eine weitere Schlaufe angebracht, eine Rebschnur. Und die Rebschnur habe ich oben mit dem Achterknoten befestigt. Das sieht man hier. Und unten mit zwei halben Schlägen. Das hat den Vorteil, dass unten der Knoten nicht so fest ist. Das heißt, man kann die Schlaufe so ein bisschen verschieben. Und insofern, wenn sie dann nicht benötigt wird, so ein bisschen nach unten ziehen, so hängt sie aerodynamisch im Wind. Aber drüber gestülpt habe ich noch so ein Stück Schlauch. Also ich habe 3 mm Rebschnur verwandt und 4 mm Schlauch, sodass man den Schlauch problemlos über die Rebschnur schieben kann. Die Enden dann ein bisschen gesichert, dass sie nicht ausfransen und jeweils noch zusätzlich in diesen kleinen Schlauch gestülpt, sodass sie nicht stören oder eine Ecke bilden, wo sich eine Leine verfangen könnte. Das ist sowieso ganz entscheidend, dass man die Geschichte so bastelt, dass sich keine Leinen verfangen können. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass hier eine Leine bei einem Klapper oder ähnliches von vornherein so hier drüber stülpt, dann rutscht die immer an den entsprechenden Gummierungen ab, sodass ich eigentlich nicht groß irgendwie eine Schlaufe bilden kann nach einem Klapper, die sich verhaken kann, sondern es rutscht alles dran vorbei. Manche verwenden solche Rohre, die hier eingeschlauft werden. Auch sicherlich eine gute Idee, aber eher vielleicht ein bisschen mehr problematisch im Falle von Klappern und Leinenverdrehern. Insofern eine ganz einfache, kostengünstige Lösung, es so zu installieren. Ich will gleich noch ein bisschen groundhandeln. Jetzt frischt der Wind wieder ein bisschen mehr auf. Aber das bedeutet, man kann gut mit den C-Tragegurten steuern, sodass man es dann auch mal in Aktion sehen kann. Schauen wir mal, wie es ist. Ja, okay, also der Wind hat ein bisschen nachgelassen, sodass wir also jetzt mal versuchen können, die Steuerungshilfen auch mal in Aktion zu zeigen. Und ja, schauen wir einfach mal zu, wie es denn so gehen kann. Okay, der Wind ziemlich böig. Aber gerade gut. Ja, also hier kann man jetzt mal die Steuerungshilfen sehen, die beiden hier. Eine Schlaufe etwas höher oder etwas größer, eine etwas kleiner. Ja, und hier kann man jetzt mal die Steuerungsgriffe in einer anderen Perspektive sehen. Jetzt bei den Windverhältnissen klar, lässt sich alles problemlos mit den Steuergriffen regeln, aber im beschleunigten Flug in der Luft braucht es dann natürlich die C-Tragegriffe, damit der Anstellwinkel vernünftig ist. Verbietet es sicher, die Steuerleinen zu nutzen. Und insofern ist das dann eine gelungene Variante, um mit
den C-Tragegurten problemlos zu steuern. Hier also die beiden Steuerungshilfen für die C-Tragegurte. Und wir schauen uns das Ganze mal an, wie das im Flug aussähe. Nämlich so rum. Und dann würde man einfach hier reingreifen und könnte so problemlos Tragegurte als Steuerungshilfe bedienen. Das Ganze ist natürlich auch gedacht, um mit dicken Handschuhen zu fliegen. Die Gummierung, die sorgt dafür, dass es leicht reinrutscht und natürlich auch wieder rausrutscht. Und die Öffnungen sind groß genug, um problemlos auch mit den Handschuhen durchzukommen. Ja, wenn ihr Kommentare zu diesen Steuerungshilfen habt, sehr, sehr gerne. Ich bin immer interessiert zu erfahren, ob sowas Schule machen kann, ob sowas okay ist oder welche Probleme sich daraus ergeben könnten. Also lasst mich einfach unten in den Kommentaren wissen, wie ihr darüber denkt. Und ja, ich freue mich natürlich immer über einen Daumen hoch und natürlich könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. So bekommt ihr zukünftig mit, was für Ideen ich vielleicht noch entwickle oder von irgendwelchen Flugabenteuern seid ihr dann sehr schnell informiert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.